Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Battlefield 1. Und ich bin mal wieder mit euch hier unterwegs. Habe ich mich in ein schnelles Spiel gestürzt. Und wir sehen ganz am Anfang der Runde, also da ist noch alles möglich. Und jetzt habe ich mal gar nichts ausgewählt. Ja, warum auch nicht? Der braucht schon irgendwie irgendwas, wo er an die Front kommt. Natürlich nehme ich mir hier erstmal das Auto. Ich warte hier auf meine Mates da hinten. Bin ja netter. Na gut. Soll er halt hier mit dem Motorrad fahren. Ist mir jetzt auch egal. Irgendwann müssen wir jetzt mal an die Front. Und G wird schon eingenommen von uns. Das ist sehr schön. Hier sind auch schon ein paar Mates drin. Also von dem her sollte das doch funktionieren, aber warte mal. Auf G, da ist mehr los, als ich erwartet hatte. Das heißt, ab zu G, würde ich mal sagen. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. So, und jetzt hier rüber. Jump. Punkt nehmen wir einfach mal mit ein. Der ist wahrscheinlich oben drauf. Ich werde jetzt mal dem mal suchen. Weil die sitzen immer an der gleichen Stelle in der Regel. Aber in dem Fall ist es nicht der Fall. Und das ist jetzt natürlich unangenehm. Wer hört sie? Nur wir sehen sie einfach gar nicht. Und jetzt werden sie gleich hier hochkommen. Aber da hat mich hier die Haftmine erledigt. Das war kein schlechter Move, muss ich ihm lassen. Aber am Ende des Tages ist er auch selbst dabei umgekommen. Beziehungsweise ist er das gewesen? Naja. Auf jeden Fall, hier an dem Punkt ist unfassbar viel wieder los. Ja, wir nehmen das Angriffsflugzeug. Und ich würde den gerne eigentlich das auf den Panzer nämlich schießen. So muss ich aufpassen, weil hier die Flak, die ist nämlich schnell zu bewaffnen. Oder ein gegnerischer Fighter. Und der Fighter, der macht mich im Dogfight nämlich fertig. Dann hole ich mir lieber jetzt hier den Punkt C. So, zack, hier rein. Muss ja echt aufpassen, weil die Waffe ist halt auch wirklich nicht geil. Aber jetzt kann ich mich hier ein bisschen hinchillen. Das Schöne ist, am Anfang der Runde ist ja das Haus immer noch funktionabel. Zack, geh mal weg. Wuppala. Aber ja, da hat er mich gut rausgeschossen hier auch mit der
mit der Gasgranate wollte er mich da wirklich aus dem Haus buxieren und ja, dann gab es da keine Chance mehr. Einsatzziel Friedrich verloren. So, zack, ich will wieder rein. Ich würde echt gerne den G... Ich wollte gerade sagen, den G-Punkt haben, aber das klingt dann doch ein bisschen fälscher, als es eigentlich gedacht ist. Ich brauche irgendwo irgendwas Mobiles. Wir haben Einsatzziel David erobert. Und jetzt probieren wir es halt nochmal mit dem Punkt. Erstmal alles da ein bisschen ausdünnen. Da muss ich auf die andere Flak da noch aufpassen. Aber, na, Mist. Da hat der Fallschirm nicht mehr geöffnet. Aber genau die Flak meinte ich übrigens. Die ist echt gefährlich. So, jetzt mit der Kavallerie. Vielleicht geht's damit besser. Damit kann ich ihn vielleicht ein bisschen überraschen, weil ich finde den Punkt unfassbar wichtig. Weil du hast einfach damit hier die ganze Herrschaft über die Wüste. Wir haben Einsatzziel David verloren. Natürlich bin ich auch hier dementsprechend ein absolut leichtes Ziel für den Gegner. Gerade Flugzeuge sehen mich ja natürlich easy peasy, sage ich da mal. Er weiß, wo ich bin. Aber das ist halb so wild. Dann nehme ich ihm jetzt einfach hier sogar einen kleinen Sackerl. Aber mit der abgesägten Schrotflinte kommt mir der andere hier zunichte. Also, das klappt alles noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, muss ich gestehen. Vielleicht sollte ich doch mich ein bisschen besinnen und hier versuchen, um die Stadt zu kämpfen. Wobei, eigentlich will ich es nicht, aber... Ja gut, am Ende des Tages muss es ja auch gemacht werden. Also versuche ich doch da mein Glück. Weil gerade ist es da... Hat er denn der? Na, ist egal. So, der ist auch weg. Also hier geht's richtig rund. Ihr seht's, das auch. Da ist mal richtig Party angesagt. Und von da hinten, im Panzer sitzend, hält er hier die ganze Zeit drüber. Clever, muss man natürlich sagen. Aber nicht schön für mich in dem Augenblick. Und deswegen kommen wir hier auch gerade kaum weiter, weil unsere Panzer so passiv stehen, drücken nicht vor. Und ich selbst kann natürlich jetzt auch nicht so einfach rüberkommen. Nehmen wir mal die Graben, die finde ich da jetzt passend ein bisschen besser. Er muss hier gerade reparieren.
So, den habe ich ausgeschaltet. Und wir sind Rang 21 Sergeant. Ja. Ich weiß nicht, warum er nicht so repariert, dass wir hier drin bleiben. Das finde ich halt einfach das nach wie vor Merkwürdigste, dass du halt da durch den Ding durchschießt. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. So, hier wollte ich, hier probieren wir es jetzt einfach nochmal. Und jetzt ist gerade keiner da. Das heißt, jetzt kann man versuchen, uns mal den Punkt hier zu holen. Truppeinstieg bei mir auch. So, jetzt haben wir hier den Punkt gesagt bekommen. Das ist sehr gut. Und Panzerzug bekommen wir auch. Das könnte jetzt vielleicht nochmal die Wendung sein in dem Match. Auf jeden Fall sind das schöne Eroberungspunkte natürlich. Die uns wieder hier ein wenig nach oben spülen. Und da hat uns ein Sniper erwischt. Einsatzziel Gustav erobert. So, langsam aber sicher kriegen wir auch wieder Hitpoints zurück. Aber wir wissen in etwa, wo er war. Nämlich da hinten. Unser Panzerzug ist eingetroffen. So, mein Freund. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. So, also hier kannst du noch so viel rumtun. Aber den Speer, der könnte jetzt ganz interessant sein. Hier nämlich. Für G zum Halten, meine ich. Flak ist auch besetzt, das heißt, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen dem Punkt widmen. Eine Munition, die muss nachgeladen werden. Ah, ich wollte hier noch wegkommen gerade. Aber sie kommen dann natürlich komplett gut an, in dem Augenblick, wo ich nicht mehr oben war. Keine Map Control, es wurde nichts gespottet. Und ihr seht halt auch, das Team selber schlägt sich nicht wirklich wacker. Ich bin mit meinen lausigen 3 Kills auf Platz 8. Das ist natürlich erstmal nichts. Unser Panzerzug, der holt sich zwar jetzt hier den Punkt, aber G ist halt schon sofort wieder instant weg. Also da muss man sagen, da passiert noch nicht so viel. Wir haben Einsatzziel Landkreuzer, schwerer Kreuzer. Ich probiere es jetzt mal mit dem leichten Panzer. Ja, wir nehmen den Standard. Weil den kenne ich und liebe ich. Und damit könnte ich mir vielleicht sogar fast, wenn es gut läuft, alleine den Punkt G holen. Aber ihr seht halt, ticketsmäßig liegen wir doppelt so weit hinten. Also da muss man einfach sagen, ist das
Team wirklich, wirklich nicht gut. Wir haben Einsatzziel David verloren. So, muss hier aufpassen. Ja. Okay. Also, da hat mich jetzt der Mörder rausgenommen. Also, man muss sagen, okay, der Gegnerteam ist hier einfach unfassbar gut. Jetzt bleibe ich mal auf C und bleibe hier in der Stadt, weil das wird hier draußen gar nichts. Die haben immer den Blick über die Karte, die haben immer alle Punkte für sich. Also, die haben einfach hier gerade ganz klar... ...den Drücker... Ziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel David. So, jetzt werde ich sie versuchen lassen, hier so ein bisschen kommen zu lassen. Aber die sind ja auch schon wieder am Punkt. Ach ne, das ist einer von meinen. Seht ihr jetzt mal. Jetzt bin ich schon so durch den Wind, dass ich selbst auf meine eigenen Mates schieße, weil ich einfach schon nicht mehr weiß, bin ich allein oder muss ich ja alles selbst machen? Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo der andere da saß. Ah, das gibt's nicht. Komm, nimmst einen raus, was ja eh schon mal... an sich schon mal gut genug ist, dass man endlich mal einen rausnimmt. Aber dann nimmt einen der nächste direkt aufs Korn. Und ihr seht, wir haben immer maximal 2, 3 Punkte. Da oben war noch einer beim Haus. Das ist richtig, richtig anstrengendes Gefecht hier in der Runde. Ich warte einfach darauf, bis mal wieder jemand hier im Haus ist. Und da wäre schon der nächste auf mich zu. Also seht mal, was da an Massen ankommt. Jetzt habe ich mich wieder so ein bisschen zwar zurückgeschossen, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Runde und mit meiner Leistung auch gerade wirklich nicht zufrieden. Teilweise die falschen Entscheidungen. Manchmal läuft es halt einfach nicht so. Aber trotzdem, dass ich gerade damit immer noch hier so gut im Team bin, das zackt schon alles irgendwie auch aus. Normalerweise müsste ich da am Mitte, Ende der Runde liegen, aber das tue ich halt nicht. Das ist eben bezeichnend für alles. Und auch da... hat man halt einfach mal das Glück nicht. Man geht hier um die Ecke, denkt sich, alles klar, den einen nehme ich mit. Sehr schön, freut sich schon so innerlich so ein bisschen drüber. Und zack, kommt da der Nächste um die Ecke und nimmt dich halt raus. Und selbst die Granate in dem Augenblick hat da natürlich nichts mehr geholfen. Ist ja auch klar. Vielleicht kann ich auf A noch irgendwie ein bisschen... müssen wir aufpassen, hier ist ein Flugzeug. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt eine Maske aufgesetzt hat.
Hab doch gar nicht den gedrückt. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. So, langsam bekomme ich wieder meine Hitpoints zurück. Wenigstens das schon mal. So, wenigstens einen mal raus. So, jetzt vielleicht von hinten mal so ein bisschen. Und auch dann kommt natürlich ein Flugzeug an, das eine noch mitnimmt. Also, es will einfach nicht laufen, Sacker Zement. Unser Panzerzug ist auch irgendwie dafür, dass er da ist, noch nicht so dominant, muss man sagen. So, jetzt laufen sie natürlich auf B. Mein Team läuft nicht hin, guckt sich das mal an. Naja, den Sturmpanzer wenigstens noch einmal beschädigt, aber das ist halt bezeichnend und das ist halt, warum wir auch die Runde verlieren. Wir haben da den Punkt, die Leute spawnen da und statt dass sie da hinlaufen und den Punkt verteidigen, nee, laufen sie lieber weg, das ist wirklich Quatsch. Und so kann man das Game einfach nicht gewinnen. Da tut es mir schon fast leid, dass ich euch das heute antue, in dieser Runde das Ganze zu zeigen. Aber auch das ist halt Battlefield, manchmal ist es halt nicht so und ihr seht es ja selbst, ich bin Rang 21, also ich bin definitiv auch noch weit weg, dass ich hier selbst in dem Spiel viel reißen kann. Und vielleicht jetzt nochmal den Punkt wenigstens einnehmen. Und dann will ich auf den einen zulaufen und dann kommt die nächsten zwei wieder von der Seite. Also auch in jeder Situation so unfassbar unglücklich. Klar kann man jetzt sagen, du hast nicht geschaut, natürlich kann da immer jemand kommen, natürlich kann das sein, aber es kann auch mal so gut sein, dass einfach mal einer nicht kommt. Und das ist natürlich das Dusel, was man so ab und an hat. Und hier jetzt einfach... Ah ja, okay, der hat geparkt scheinbar. Ich sag einfach mal, das war von dem Piloten absolut so gewollt. So, und jetzt sitze ich dann aber erstmal hier um den Punkt. So, Flak haben wir jetzt auch keine mehr hier. Aber ein Motorrad, das kapere ich jetzt einfach mal. Weil ich will jetzt hier natürlich schnell weg. Natürlich nicht auf den Beifahrer. Folgt nicht mehr noch. Nehmen wir mit. Ihr seht, die Tickets laufen erbarmungslos ab. Ich bin hier auf den 10. Rang mit 11-14. Ist wirklich auch nicht toll. Muss man ganz sagen. Also es tut mir schon so ein bisschen leid. Ich hätte gerne schon ein bisschen mehr gezeigt noch. In der Runde. Aber wie gesagt, man muss... Hier, das ist alles real. Da wird dir nichts irgendwie gedreht oder jetzt wird dir nicht aufgenommen. Oder manche Runden sind besser, manche Runden sind schlechter. Und ihr seht die alle trotzdem unverblümt. Und ja, dann passiert es einem halt auch sowas mal wieder. Dass man halt hier auf einen zufährt und sich denkt, alles klar, den Punkt könnte ich mir jetzt sichern. Und natürlich, wie soll es anders sein, klappt es nicht. Eigentlich sollte ich mich langsam dran gewöhnen. Jetzt chillen die hier alle so ein bisschen im Haus. Und genau so ist es halt. Da sind vier Leute in einem Haus. Einer des Gegners kommt daher und es klappt einfach
gar nichts. Medics, keiner, der einen aufhebt irgendwie mal. Könnte auch mal passieren. Scheinbar steigen wir hier gerade aus. Und da... Boah. Ja, die Runde bin ich jetzt auch froh, dass sie gleich beendet ist, weil da muss man mal sagen, da lamentiere ich jetzt zwar ein bisschen viel, aber das war niemals zu gewinnen. Das ging eigentlich ab dem Anfang los und hat sich dann irgendwie so durchgezogen wie ein rotes Tuch. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier wirklich die Hunde seht, so wie ich sie gespielt habe. Und in dem Fall war es halt einfach kein grüner Abschluss. Aber trotzdem Punkte, wichtige Punkte. Und den Sergeant habe ich klar gemacht. Das ist schon mal sehr schön gewesen. So, jetzt sind, was sage ich hier für Stimmung? Bla, Eroberung. Wir sehen Highlights. Da habe ich mich nicht erwartungsgemäß irgendwo hinspringen können. Und ihr seht, das war die erste Runde des Tages. Das ist natürlich ärgerlich, wenn die gleich so losgeht. Aber wenigstens ein Battle Pack bekommen. Das ist ja schon mal schön. Das nehme ich dann wiederum gern. Der Trupp verteilt die Flaggen. Und ja, ich war hier mit meinem Rang 21. Ihr seht, ich bin da wirklich von dem her noch sehr, sehr Nubi unterwegs. Aber ein paar Ordensbänder konnte ich dann doch sammeln. Und auf den 10. Platz von 31. Damit brauche ich mich jetzt eigentlich nicht verstecken. Naja, trotzdem schade. Hoffe, es hat euch aber ein wenig unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Euer Eiker.